Ich wollte euch mal meine Morgenroutine in der Schwangerschaft zeigen, was ich hier so im Bad jeden Morgen mache. Und habe die Gelegenheit direkt genutzt und ein paar Babybauchbilder gemacht. Und ja, für Instagram auch, werde ich gleich was hochladen. Und jetzt gehe ich nach unten. Calvino ist auch zu Hause, heute ist Montag, der hat heute schulfrei. Ich weiß gar nicht genau warum, irgendwas machen die Lehrer. Was auch immer die zu Corona-Zeiten machen. Und ja, der muss ein Buch lesen, also nicht ganz, ne? Einige Seiten in ein Buch lesen, der hat so ein bisschen Homeschooling bekommen. Das macht er jetzt gerade, liegt auf dem Sofa mit dem Smurfy und ja, liest sein Buch. Und ich wollte jetzt das Video schneiden vom Wochenende, von Samstag. Gestern habe ich ja nicht gevloggt. Gestern war ja unser Kater-Sonntag. Wir hatten doch Samstagabend den Pärchenabend, wo wir bis 2 Uhr nachts hier Besuch hatten. Was auch super lustig war, aber dementsprechend waren wir gestern total fertig. Bernd hatte so viel Alkohol getrunken. Normal trinken wir ja selten Alkohol. Und ja, dementsprechend war gestern hier nur gammeln, liegen, bisschen mit dem Hund spazieren und ansonsten nichts tun angesagt. Ursprünglich war geplant gestern, dass ich weihnachtlich schmücke, alle Fenster und so. Wintergarten ist an einer Seite schon fertig und ich wollte heute Küche und Esszimmer machen und ein bisschen Weihnachtsdeko und so. Und ja, ich nehme euch mit durch unseren Tag. Ach so, und heute kommt der Küchenmensch. Ihr wisst vom Umzug, da war einiges schiefgelaufen in der Küche. Und da kommt heute einer und wird hoffentlich die Fehler alle beheben. Der ist da, um das nachzuarbeiten. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, er fährt wieder seine täglichen Runden. Gestern war der erste Tag, wo der Sauger hier nicht gesaugt hat, der Roboter. Wir gehen jetzt spazieren. Calvino hat sich auch gerade angezogen. Kommst du? Ja, ich will nur nicht gefilmt werden. Du wirst nicht gefilmt, ich filme mich. Calvino hat sich angezogen, der war noch so im Homeschooling-Outfit. Ja. Ich will nicht gefilmt werden. Ja, wirst du nicht. Und Smurfy ist auch noch im Homeschooling-Outfit. Ich habe einen Ball. Den nehme ich mit, den wollen wir dem Smurfy ein bisschen schmeißen. Schlüssel nehmen wir mit. Smurfy nehmen wir mit. Ja, komm. Super. Sitz. Ey, Smurfy. Sitz. Hallo. Kommt da Gegenverkehr? Warte. Ja. Ein schöner Tag. Herrlich ist das heute. Das Laub überall. Die Hand wechseln. Und die Sonne, die so, oh, so prächtig scheint. Richtig schön. Smurfy genießt es auch. Es ist zwar total so nass, der Boden. Gestern hat es viel geregnet. Das hat zu unserem Gammeltag gepasst. Aber jetzt ist es richtig schön. Und ich gehe ganz langsam mit ihm. Calvino ist da hinten an so einem Spielplatz, spielt da. Weil ich habe die lange Leine dran. Das ist bestimmt der Bernd. So, wir sind wieder zu Hause und bei uns gibt es heute Reste. Und zwar werde ich diese Reste mit Pommes kredenzen, ganz gesund. Dann gibt es Spargel, Erbsen und Möhren. Rotkohl haben wir uns entschieden, machen wir doch nicht dazu, weil das passt nicht so ganz. Sauce Hollandaise für den, der möchte. Hier ist noch ein Rest Spaghetti Bolognese
Und hier sind noch zwei Rouladen, die hatten wir eingefroren. Die taue ich gerade auf, ganz langsam schmurgeln auf 4. Du nimmst bestimmt Erbsen und Bananen, ne? Mit Sauce Hollandaise. Nein? Ja. Na, jetzt ist der Sauger abgesaugt quasi. So, bei uns gibt es jetzt Spargel, Gyros überbacken, das ist noch Schafskäse, Peperoni und Zwiebeln, hier ist noch Tzatziki und Krautsalat, den der Bernd mal selber gemacht hat, Erbsen und Möhren, wie heißt die Spaghetti Bolognese und da sind noch Rouladen und wir warten noch auf die Pommes, das dauert noch. Wir warten auf den Küchenmenschen, der eigentlich jetzt kommen sollte. Oder? Wie spät haben wir denn jetzt? Zwischen 2 und 3, ne? Ja. Aber ist ja fast 3 Uhr. Ist noch vor. Ja, jetzt ist der Plan, weil ich hatte mich ja so mit denen letzte Mal in die Haare, als sie hier waren. Da war Bernd im Laden und ich sollte denen das unterschreiben hier, dass alles super ist mit der Küche. Und da habe ich gesagt, mache ich nicht. Und dann war der sehr mies gelaunt. Und deswegen gehe ich jetzt gleich zum Laden und schließe auf und Bernd bleibt hier mit dem. Bernd lässt sich nicht so auf der Nase rumtanzen, der ist da rabiat. Ne? Ja. Und der traut sich auch noch mehr, denen zu sagen, hier noch und da noch und das noch. Und sowas alles. Ja, ich meine, ich habe es denen zwar auch letztes Mal schon gesagt, aber trotzdem haben die ja das nicht so gemacht, wie es sein soll. Also ordentlich halt, ja. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause nach der Arbeit. Es ist später geworden als eigentlich ursprünglich geplant. Wie ihr sehen könnt, es ist schon dunkel draußen. Also die Weihnachtsdeko, das wird heute nichts mehr, gehe ich mal ganz stark von aus. Ich habe jetzt erstmal den Kamin wieder angemacht. Entschuldigt den Wäschekorb, der hier noch steht. Den muss Bernd, oder es wäre nett, wenn der Bernd den nach oben bringt, noch heute oder morgen. Ja. Also erstmal wollte ich mich bei euch bedanken. Ich habe nämlich heute in dem Video, was heute online gegangen ist, das ist jetzt für euch schon 2 Wochen her, das ist das Video, wo wir im Zentrum in Oberhausen sind, habe ich tolle Tipps bekommen. Und zwar habt ihr geschrieben, dass ich den Kamin, ich habe den in dem Video eingesprüht mit so einem Backofen- und Grillreiniger, also die Scheibe, weil die immer so dunkel wird, halt ganz dreckig. Und ich habe den Tipp von euch bekommen, dass es mit der Asche, also wenn der jetzt heute Abend auskühlt und morgen früh mache ich den sauber, mit der Asche und einem Schwamm soll das super sauber gehen. Das probiere ich auf jeden Fall aus. Vielen Dank für den Tipp. Den habe ich mehrmals bekommen und diese Tipps haben ganz viele Likes bekommen. Also gehe ich davon aus, dass das ja wirklich klappt. Ich bin ganz zuversichtlich, weil dann brauche ich erstens diesen Backofenreiniger nicht mehr holen und zweitens, ja, es ist ja auch viel Chemie, die ich da einsparen würde, jeden Tag, dieses Einsprühen da. Da habe ich mich sehr gefreut, dankeschön. Dann war der Küchenmonteur hier, es war jetzt ein anderer. Ich habe euch, also ihr habt das alles mitbekommen mit diesem Umzugsunternehmen, wie die uns, also, das kann man gar keinem erzählen, wie sehr wir uns darüber aufgeregt haben, dass das überhaupt alles so schief gelaufen ist. Das habe ich euch in mehreren Videos erzählt, was da alles passiert ist. Und es waren jetzt halt noch Fehler in der Küche. Und da war dann halt heute jemand da, um die auszubessern. Das habe ich euch erzählt. Und es war halt ein anderer Küchenmonteur als von denen, die da waren. Damals, vor 4 Wochen oder so, um die Küche ab- und aufzubauen.
Und er hat gesagt, eigentlich ist er der Küchenmonteur von diesem Umzugsunternehmen, aber er war halt krank in dieser Zeit, als wir umgezogen sind, sonst hätte er das gemacht. Und er hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat so den Kopf geschüttelt, das darf doch nicht wahr sein. Er hat das auch alles fotografiert nochmal und dokumentiert und hat gesagt, es geht gar nicht, ne, so, wie kann man so arbeiten und das tut ihm leid und so, aber halt jetzt zum Beispiel, wo die Arbeitsplatte zerstört ist, das könnte man halt fertig machen, in Anführungsstrichen, indem man halt noch ein Stück einfach absägt, wo so ausgefranst ist halt. Aber das wäre halt ein ganzer Arbeitstag, hat er gesagt. Man müsste halt die Arbeitsplatte komplett abmontieren, das Silikon, alles lösen und so. Das wäre ein ganzer Arbeitstag. Und er kann sich nicht vorstellen, dass dieses Umzugsunternehmen das halt macht, ne? Ja, und so mehrere solche Sachen hat er uns halt als Tipp gegeben, was Bernd noch selber machen könnte, dass es da und da noch ein bisschen schöner aussieht und so. Aber ja, geht halt gar nicht. Und eigentlich sollte ja das Umzugsunternehmen nochmal wiederkommen. Also diese Möbelmonteure, Küchenmonteure, die ja eigentlich keine sind, haben sie uns ja damals erzählt. Die sollten im Januar oder Februar nochmal wiederkommen, weil wir ja 2 Küchenschränke auf den Sperrmüll schmeißen mussten und neu bestellen mussten. Habe ich ja auch schon alles erzählt. Und diese dann halt aufbauen, oder was heißt, die kommen ja aufgebaut, angeliefert von dem Küchenunternehmen, wo wir die bestellt haben, aber halt die aufstellen und anschrauben und so. Und dann haben Bernd und ich für uns gerade entschieden, dass wir dieses Umzugsunternehmen auf gar keinen Fall nochmal im Januar oder Februar hierhin bestellen werden. Also erstmal haben wir so, okay, komm, wir gehen zum Anwalt, ne? Geht gar nicht, das ist nicht das Geld wert, ne? Dann haben wir gedacht, ey, scheiß drauf, sorry für das Wort, aber schon wieder zum Anwalt. Wir sind mit so vielen Sachen schon jetzt immer beim Anwalt. Wir haben keinen Bock mehr, wir wollen einfach unsere Ruhe haben. Also ist die Konsequenz, wir haben es einfach bezahlt, haben unsere Ruhe und haben gesagt, dafür nehmen wir die aber nicht nochmal im Januar oder Februar. Und dann holen wir halt ein anderes Unternehmen. Das wird ja auch andere Unternehmen geben. Dann bezahlen wir die halt dafür, weil das wäre mindestens nochmal ein Arbeitstag. Würden die bestimmt rausschaukeln, wenn die hier die Küche aufbauen, die letzten Möbel. Und nee, dann sagen die wieder, nee, schaffen wir heute nicht, kommen wir nächste Woche wieder und so. Und dann, ist das, dann machen die uns noch unsere 9 Küchenschränke kaputt, die nagelneuen. Mm-mm. Nein, gibt's nicht mehr, die kommen nicht mehr rein. Da war ich echt super enttäuscht. Wir haben jetzt für das Umzugsunternehmen, also wir haben den knapp 5.000 Euro bezahlt. Und wir sind so unzufrieden. Regalböden sind weg, die haben ja halt unsere ganzen Möbel ab- und aufgebaut. Und die Böden davon, Einlegeböden halt vom Regal, die sind einfach weg. Und das haben wir, man sollte das halt alles schriftlich per E-Mail anzeigen, in Anführungsstrichen, halt alle Mängel und Fehler und was fehlt und kaputt ist und keine Ahnung, schreiben, haben wir alles gemacht. Innerhalb von 2 Wochen haben die uns gesagt. Und dann heute hat der Bernd nochmal gefragt, was ist mit den Regalböden, ne, so, wir können das Regal nicht einräumen, ne. Ja, nee, das ist ja jetzt voll lange her. Das ist ja jetzt 3-4 Wochen her, sagt der Mann. Das hätten sie innerhalb von 48 Stunden per E-Mail schreiben müssen. Der Bernd so, wir haben das innerhalb von einer Woche per E-Mail geschrieben, weil sie ja halt, also es hat ja voll lange gedauert. Ne? Die waren ja 2 Tage hier, dann waren ja ein paar Tage Pause, weil sie das nicht geplant gekriegt haben. Dann sind sie wiedergekommen. Hier stand ja alles noch kreuz und quer, wenn ihr euch erinnert. Dann sind sie wiedergekommen, haben dann alles hingestellt und so. Und danach haben wir dann auch direkt die E-Mail geschrieben. Ja, und sagt dann, nee, da nehmen sie sich jetzt nichts mehr von an und so, ne? Also, unglaublich, dieses Umzugsunternehmen. Auf der Arbeit im Laden, das war auch schön. Ich habe halt viele Kunden wieder gesehen, die ich jetzt länger nicht gesehen habe. Ich bin ja jetzt seit 3 Wochen zu Hause, 3,5 Wochen bin ich jetzt zu Hause, weil ja halt der Lockdown ist im November. Mein Nagelstudio ist ja geschlossen und das morgen, nee, übermorgen wird nochmal entschieden, ob wir ab Dezember wieder aufmachen dürfen, aber ich glaube nicht, dass wir bestimmt bleiben im ganzen Dezember. Wenigstens dieser Teil-Lockdown, wenn nicht, dass die sogar alles wieder runterfahren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich nochmal arbeiten darf. Jedenfalls war das schön, Kunden zu sehen. Die haben sich halt so, bekommt ihr Nachwuchs? So jeder Kunde, der reinkam, bist du schwanger? Bekommt ihr Nachwuchs? Oh, wann ist es denn soweit? So jeder Kunde hat so gefragt. Ich weiß nicht, ob jetzt mein Bauch voll gewachsen ist in der Zeit.
Und irgendwann hat halt einer so gesagt, so, bekommt ihr Nachwuchs? Und dann war ich halt schon so vorbereitet, weil so viele gefragt haben. Ich so, ja, ich hoffe doch, ne? Nicht, dass es eine Wassermelone ist oder so, oder zu viel gegessen hat, dass ich kaputt gelacht. Ja, das war schön. Es war, ja, viel zu tun. Es tat einfach gut, so mal, ja, was anderes zu sehen. Ich war einmal dann, als Bernd dann da war, war ich einkaufen noch eben bei Aldi, so hab nur so Kleinigkeiten geholt, so Kaki und so ein bisschen durchgeschlendert durch den Aldi. Ja, und jetzt sind wir hier und jetzt ist auch schon 18.24 Uhr. Smurfy, machst du da? Lass meine Decke in Ruhe. Ach, warte mal. Smurfy, rutsch damit ab auf deinen Platz. Ab auf den Platz damit. Ab, da. Ab auf den Platz. So. Er hatte sich nämlich jetzt seinen Knochen hier aufs Sofa geholt, was er ja nicht darf. Und ich habe es gar nicht, also ich habe es gesehen, aber gar nicht so registriert, weil ich hier mit euch rede. Und jetzt ist er ab auf seinen Platz damit, wo er hingehört mit seinem Knochen. Ist der Kamin überhaupt noch an? Ach, ich weiß es nicht. Ja. Und jetzt essen wir gleich Reste von heute Mittag. Also wir essen nachher Reste. Wir haben noch eine Roulade und so, aber gleich mache ich Pommes dazu. Habe ich euch jetzt gesagt, wie spät ist es? Wir haben schon 18:30 Uhr. 18.25 Uhr wollte ich euch, glaube ich, sagen. Ne? Ja, die Uhrzeit wollte ich sagen. Dass jetzt halt der Tag echt vorbei ist. Bernd kommt gleich nach Hause, Calvino kommt gleich nach Hause, der ist auch noch unterwegs. Und dann gibt es Abendbrot. Letzte Runde und dann ist wieder Feierabend, ne, Smurfy? Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal da. Komm mal, hallo. Hallo. Wo ist deine Kamera? Sind da die Zuschauer? Ja, okay. Ich würde das Video jetzt hier beenden, den Vlog. Nee, nicht meinen Mundschutz. Hör auf. Den mag ich echt gerne. Hör auf. Der hilft mir. Den werden wir wahrscheinlich noch ein paar Monate brauchen. Ja. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!